Ja. Empire Bay. Willkommen zurück zu Mafia 2. Ist katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß? Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du weh. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Ja, Leute, in den USA kann man alles vögeln. Salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Ja, hallo Leute. Wir sind wieder zurück bei Mafia 2. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Was man so unter zu Fuß gehen versteht, sich ein Taxi holen. Das ist die Logik von Vito Scaletta. Hi. Können wir mit dem Labo? Hey, wie geht's? Geil. Wie läuft's denn so, Soldat? Besser, seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Das ist geheim. Also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Alles sehnt sich nach Frieden. Das heißt, das ist der kälteste Winter aller Zeiten. Hätte gern bessere Neuigkeiten. Ja, geht mir ähnlich. Also, man sieht sich. Bis die Tage, mein Freund. Also, ich weiß noch, in diesem Spiel gibt's an jeder Ecke irgendwas anderes. Alles ist animiert. Alles. Man muss sich nur die Zeit nehmen und stehen bleiben. Hey, Soldat, zieh Leine. Was tue ich denn? Okay, hier verschwinden wir. Das wissen viele nicht. Wenn man die Feststelltaste drückt, dann geht man. Also so, ganz gechillt. Vito? Hallo, Mrs. Vito?
Du bist es. Und gut siehst du aus in dieser Uniform. Deine Mutter ist sicher sehr stolz auf dich. Und was ist mit dem armen Salvatore Montemaggiore? Wie geht's dem? Seine arme Mutter wartet schon seit über einer Woche auf ihn. Sal ist bei der Navy. Ich bin bei der Army. Andere Baustelle. Wieso kommst du nicht auf ein Tässchen Tee herein, Vito? Dann kannst du mir alles erzählen. Danke, aber ich hab's eilig. Ich bin gerade erst zurück und möchte gleich zu Mama und Francesca. So ein hübsches Ding, diese Francesca. Ein Wunder, dass sie noch nicht verheiratet ist. Naja, grüß deine Mama schön von mir, Vito. Mach ich. Überhaupt keine Ahnung, wer das ist, aber irgendeine alte Schnalle labert man mal an. Komm, Marie, lass ihn doch mitkommen. Ja, dauert auch nicht lang. Nichts da, ihr zwei. Er wird schön hier bleiben. Nur ein lausiges Bierchen. Verrücktes Weib. Ach, wie geil. Das Mal auch gesagt. Und dann kommt er um 3 Uhr morgens heim und stinkt nach Gin und dem Parfum von irgendeiner Schnalle. Hey, Georgie, komm jetzt. Du brauchst dir was doch hab ich gesagt? Nicht alles. Man muss sich nur lassen, Zeit oder? Nehmen und dazuhören. Dann wird man erfahren, dass alles animiert ist, wie in der richtigen Stadt. Ich glaube, wir legen mal einen zweiten Gang ein, oder? Verzeihung. Ja, das hat's auch geheißen, als die Japaner Pearl Harbor angriffen. Alles klar, Kamerad? Was da war, weiß man. Das war ein Hawaii-Dreieck. Wer macht die Augen auf? Ist das die US-Flagge nicht? Vito? Bist du das? Siehst du? Schon wieder was. Macht sie etwa dicht? Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Tja, viel Glück jedenfalls. Ja, danke, mein Junge. Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Mama. Und meiner Schwester. Da ist ein Fenster zerbrochen. Stimmt, ein Eherkrach. Und hier geht's dann rein. Geh nach oben zu Mamas Wohnung. Alles klar. Katze. Was willst du denn jetzt? Ja, das ist dann die gerechte Strafe Gottes. Mama, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so froh. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppa di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Beten. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Ridine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Danke, Mama. Und wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich habe einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, wir jetzt nicht darüber reden. Mhm. Der gute Papa hat also Schulden. Wie geht es dir, mio Bambino? Hast du schlimme Dinge erlebt? Hab solche Angst gehabt. Hab für dich gebetet jeden Tag. Danke, Mama. Alles okay, Ma. Meistens habe ich einen Jeep gefahren. Kämpfen musste ich nur selten. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in unser Zimmer. Welches noch so aussieht wie vor 2 Jahren. Und legen uns mal in unser Bett. In unser gemütlich aussehendes Bett.
Naja. Gute Nacht. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio bambino. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Aber warum? Bei der Mama ist es doch am billigsten. Und meistens auch am schönsten. Okay, ziehen wir uns an. Und wir haben eine Lederjacke mit Hemd. Wir haben nichts anderes, das heißt, uns bleibt ja keine große Auswahl. Und jetzt denke ich, gehen wir mal in die Küche zu Mama. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst no. du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm? Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Okay, gehen wir zu unserem Kumpel Joe. Da wir ja heute Samstag haben und ich heute nichts Besonderes vorhabe, werde ich heute mehrere Folgen aufnehmen. Die werden aber nur einer an einem Tag kommen. Also nicht wundern, wenn das Anfang und das Ende der Folge jetzt nicht so ist wie an einem Ende oder Anfang des Tages. Das juckt mich doch nicht. Tut mir leid. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Und was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Nee. Ach ja? Voll auf die Fresse. Komm her, Kleiner. Dir werde ich's zeigen. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte. Du machst alles nur noch Ach. Das kriegst du auf die Fresse, du Arsch. Jetzt schlag. Halt, bitte hört auf. Ihr braucht euch nicht zu prüfen. Patz. Bitte, Vito, das geht dich nichts an. Jetzt. Boah, Mann. Hey. Meine Maus reagiert nicht. Du handelst dir nur Ärger an, Vito. Alter, meine Maus funktioniert nicht. Jetzt. Halt, hört auf. Ihr braucht euch nicht zu prügeln. Ich schau dir jetzt aber die Fresse ein, ey. So. Scheiß drauf! Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser! Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf! Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück, sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht, Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge, ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Ja, Leute, das war's auch schon. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Mafia 2.